Hallo, ich bin Colin Stewart und ich möchte Ihnen heute unsere neueste digitale Innovation vorstellen. DigiGas Smart Gas Management System. DigiGas ist ein Teil unserer digitalen Familie und die Lösung zur Fernüberwachung der Gasflascheninhalte. Es verbessert die Effizienz und gewährleistet das höchste Sicherheitsniveau. Bei Kundengesprächen haben wir festgestellt, dass es viel Zeit kostet, herumzugehen, um die Flaschenfüllstände zu überprüfen, um herauszufinden, wie lange das Gas noch reicht, wann das nächste Mal spätestens nachbestellt werden muss oder wann die Flaschenfüllstände das nächste Mal kontrolliert werden sollen. Viele Kunden fragen sich auch, wie kann ich feststellen, wann das Gas leer läuft? Der letztere Fall kann die Produktion stoppen und zu hohen Kosten und Problemen führen. Wir möchten Ihnen die Arbeit abnehmen, wenn es um das Management von Gasinhalten geht. Wir können Ihnen helfen, die Zeit zu reduzieren, die Sie damit verbringen müssen, herumzugehen, um die Flaschenfüllstände zu kontrollieren und Extrakosten durch Produktionsstopp zu vermeiden. Deswegen haben wir das Linde DigiGas Smart Gas Management System entwickelt. Es digitalisiert Ihren Flaschenbestand, sodass Sie diesen fernüberwachen können. DigiGas misst Gasinhalte und überträgt die Daten an Ihren Computer oder an jedes andere ans Internet angeschlossene Gerät. Es kann E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen versenden, wenn der Flascheninhalt einen von Ihnen gewählten Schwellenwert unterschreitet. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Benutzer mit eigenen Benachrichtigungsparametern anzulegen. Sie können auch den Gasverbrauch bei einem stehenden Prozess feststellen und damit mögliche Lecks entdecken. Das spart Ihnen Geld und verbessert die Sicherheit. Wie funktioniert DigiGas genau? Ein smarter Sensor wird an einen bestehenden Druckminderer oder eine zentrale Gasversorgung an einem freien Anschluss auf der Hochdruckseite angebracht. Der smarte Sensor misst den Druck und die Temperatur und überträgt die Daten kabellos an einen Repeater, der in der Nähe der Sensoren an das Stromnetz angeschlossen ist. Der smarte Sensor hat eine Batterielaufzeit von mindestens 5 Jahren. Dadurch besteht keine Notwendigkeit, die Batterie innerhalb der industrieüblichen Zeitspanne von 5 Jahren zum Austausch der Druckminderer zu erneuern. Der Repeater lädt die Daten in eine Cloud mittels einer Mobilfunkverbindung hoch. In der Cloud werden die Daten analysiert und dann in der entsprechenden Webanwendung angezeigt, in der Sie Ihre Gase verwalten und die Alarme setzen können. Selbst wenn die Flaschen draußen stehen, ist eine Kompensation der veränderlichen Außentemperatur gewährleistet und die Inhaltsangabe wird nicht von der Außentemperatur beeinflusst. Ein Repeater kann Daten von bis zu 256 Sensoren innerhalb der Reichweite der Sensoren verarbeiten. Das DigiGas-System kann von Linde-Mitarbeitern in 4 einfachen Schritten in Betrieb genommen werden. Zuerst wird der Repeater ans Stromnetz angeschlossen. Dann wird das Gassystem druckentlastet, der Sensor wird in den Druckminderer eingedichtet und auf Dichtheit überprüft. Anschließend wird das Gassystem gespült und wieder in Betrieb genommen. Bei Installationen an einer zentralen Gasversorgung werden 2 Sensoren, je einer pro Seite, montiert, um beide Seiten unabhängig voneinander zu überwachen. Dann werden die QR-Codes der Sensoren vom Linde-Mitarbeiter gescannt und mit den Gasdaten in der Installations-App verlinkt. Das kann bei Ihnen vor Ort oder schon im Vorfeld während der Vorbereitung bei Linde passieren. Sie können dann Ihre aktuellen Gasfüllstände im DigiGas Monitoring Tool kontrollieren und Ihre Benachrichtigungen einrichten. Wenn Sie die Sensoren für eine andere Gasart benutzen möchten, gibt es einen einfachen und schnellen Prozess, um die Sensoren an die neue Aufgabe anzupassen. Das kann von Ihnen direkt oder von einem Linde-Mitarbeiter über das Netzwerk durchgeführt werden. Wenn Sie das DigiGas-System an einem Druckminderer installiert haben, sehen Sie eine Seite des DigiGas-Monitoring-Tools, die wie diese hier aufgebaut ist. Sie können die Seriennummer und die Standortbeschreibung der Sensoren sehen, so wie diese nach Ihren Wünschen angelegt wurden, damit Sie sie einfach den Verbrauchsstellen zuordnen können. Es zeigt eine Prozentangabe des Gasfüllstands, umgeben von einem farbkodierten Ring, mit dem schnell die Füllstände erkannt werden können. Die Farbe wechselt von grün für voll über orange zu rot, wenn die Flasche einen kritischen Füllstand unterschritten hat. Die Gasart und Materialnummer werden angezeigt, um einen einfachen Bestellvorgang zu ermöglichen. Die Anzeige sieht etwas anders aus, wenn Sie DigiGas an einer zentralen Gasversorgung verwenden. Es zeigt Ihnen den Gasfüllstand für die linke und rechte Seite getrennt an, sowie die Anzahl der Behälter an der jeweiligen Seite der ZGV und wann sie zuletzt gewechselt wurden. Es berechnet basierend auf den letzten Verbrauchswerten, wie lange jede Seite noch benutzt werden kann. Auf der Webseite können Sie die SMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, um Sie zu warnen, falls der Gasfüllstand einen von Ihnen definierten Wert unterschreitet. Sie können ebenfalls bestimmen, wie häufig Sie diese Benachrichtigungen erhalten möchten. Anschließend können
können Sie die Benachrichtigungen durch einfaches Anklicken aktivieren oder deaktivieren. Sie können so viele Nutzer anlegen, wie Sie möchten. Jeder dieser Nutzer kann unabhängig voneinander seine eigenen Benachrichtigungen einrichten. Der smarte Sensor ist EX-geprüft und kann damit auch in EX-Schutzzonen installiert werden. Der Repeater muss außerhalb der Schutzzone in der Nähe der Sensoren angebracht werden. Warum probieren Sie das System nicht einfach selbst aus? Es dauert nur 10 Minuten, das System zum Laufen zu bringen. Und schon können Sie schnell und einfach Ihren Flaschenbestand fernüberwachen. Sie sparen Zeit, Geld und vermeiden unbeabsichtigtes Trockenlaufen Ihrer Gase. Vielen Dank. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.